Meiningen hat es geschafft. Seit dem späten Dienstagabend darf sich die Kleinstadt jenseits des Rennsteigs Deutschlands aktivste Stadt nennen, weil sie aus dem bundesweiten Städtewettbewerb Mission Olympic als Sieger hervorging. Dabei sah zunächst alles ganz anders aus. Das kann doch nicht sein, dachten sich zahlreiche Meininger, die in der Multihalle die Siegerehrung verfolgten und zugleich Recht bekamen. Deutschlands aktivste Städte 2012 sind Weißwasser und Meiningen. Als Kanutin Franziska Weber das verkündet, gibt es in der Multihalle kein Halten mehr. Und auch bei Bürgermeister Fabian Giester in Berlin ist die Freude groß. Es war ein phänomenales Wochenende und für uns war auch klar, also es waren natürlich diese letzten Wochen, wir haben ja auch so ein Wechsel gehabt, man hat ja versucht, alles irgendwie zu werden, dann kamen die Punktzahlen auf den Euro, weil irgendwie gefühlt, es war einfach für Meiningen, es war tatsächlich das bewegendste Wochenende, was wir erlebt haben. Ich glaube nicht nur in diesem Jahr, ich glaube in den ganzen letzten Jahren, dieses Feuer, was da entfacht wurde, das lodert immer noch. Ja, es lodert noch. Daher verfolgten die Meininger die feierliche Siegesgala in Berlin auch gemeinsam bei einem Public Viewing. Die Zeit vor der Verkündung vertrieben sie sich, ganz im Sinne der Mission Olympic, mit Sportspielen und Musik. Auch das große Finalwochenende Anfang Juli ließen sie noch einmal aufleben. Klar, dass dabei auch der Meininger Finalsong nicht fehlen durfte. Nach 1,5 bewegenden Jahren ist das Kapitel Mission Olympic für Meiningen nun vorerst beendet. In Vergessenheit geraten soll die erlebnisreiche Zeit des Wettbewerbs jedoch nie.